Ich finde, es gibt nichts Abstrakteres als Dinge, die so ein bisschen dem Zufall überlassen sind. Und wenn ich statt mit einem Pinsel einfach die Zahnbürste nehme, dann habe ich eben genau das. Ich habe wilde Striche, ich habe diese ganze Haptik da nochmal drin. Und wenn ich spritze, klar, ich kann so ein bisschen was kontrollieren, aber am Ende ist es trotzdem irgendwie so ein, jedes Bild ist irgendwie anders. Und jedes Styling ist auch irgendwie anders. Es muss nicht immer das klassische Abend-Make-up sein. Man kann sich auch sehr kreativ austoben und ich liebe es einfach, so abstrakte Formen zu haben. Und am Ende haben wir nicht einfach nur ein schönes Gesicht mit einem schönen Abend-Make-up, sondern wir haben eigentlich das Gesicht eher als Leinwand.